Okay, ich sag mal herzlich willkommen zu der Lightning Talk Session auf der diesjährigen GPN. Und bevor wir anfangen, also es gibt ein paar Vortragende, die sich schon gemeldet haben, möchte ich fragen, ob noch irgendjemand aus dem Publikum sich spontan berufen fühlt, damit wir so einen Überblick haben, wie viele Leute ungefähr vortragen wollen und wie wir mit der Zeit dann so hinkommen. Also Freiwillige vor, die Massen. Okay, ansonsten fangen wir dann gleich an mit Max, sobald er sich hier aufgebaut hat. Ah, okay. Hallo, ich erzähle euch jetzt was über ein Thema, über das ihr nie wusstet, dass ihr was wissen wolltet, und zwar über nicht-periodische Parkettierungen der Ebene. Hier sehen wir eine periodische Parkettierung der Ebene. Das kann man mit ganz vielen Kacheln machen, ganz verschiedenen Formen. Hier zum Beispiel mit Dreiecken, total langweilig. Was muss ich drücken? Ja. Es geht zum Beispiel auch mit so komisch geformten Fünfecken. Funktioniert einfach, kann man sich halt bauen. Es geht auch so, wenn man mehrere Sorten von Kacheln hat, kann man es auch machen. Auch noch nicht spannend. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist es möglich, so ein Set von so Kacheln zu finden, mit denen es nur möglich ist, die Ebene so auszulegen, dass es sich niemals wiederholt. Also man könnte sich vorstellen, wir haben irgendwie n Kacheln und wenn ich damit die Ebene so auslege, dass es nirgendwo einen freien Platz gibt und nirgendwo eine Überschneidung, dann kann ich niemals durch Verschieben wieder dasselbe erreichen. Also ich krieg's einfach nicht hin, dass ich irgendwo auf dieser Ebene rumlaufe und dass es dann wieder gleich um mich herum aussieht. Und das wurde tatsächlich gefunden natürlich. Hier die langweilige Variante. Das sind sogenannte Wang-Tiles. Das sind Quadrate, wie man sieht, aber mit der Bedingung, dass gleichfarbige Kanten aneinander liegen müssen. Das genau funktioniert einfach. Habe ich mir nicht näher angeguckt, weil ich es nicht so interessant finde, weil es einfach nach so einem am Ende so ein Farbchaos gibt. Und man kann es halt benutzen, wenn man beispielsweise so Texturen zusammensetzen muss. Dann kann man halt gucken, dass die Textur an der blauen Kante unten an eine blaue Kante oben übergehen kann. Und dann kann man zum Beispiel im Computerspiel irgendwie so ein Rasenfeld machen, wo man nicht, wenn man flach drauf guckt, sofort sieht, dass sich die Textur wiederholt oder dass es kleine Rechtecke sind. Das hat also tatsächlich praktische Anwendung. Die interessantere Variante ist jetzt aber diese super obskuren Teile. Das waren tatsächlich die ersten, die gefunden wurden. Das wurde später noch deutlich vereinfacht. Es sieht auch deswegen noch ein bisschen komplizierter aus, als es eigentlich ist, weil zum Beispiel hier diese Noppen da nur dazu da sind, hier in diese Löcher reingesteckt zu werden, was vorhin bei den Wang-Tiles als Farbe praktisch gemacht wurde. Also man hätte einfach die Kante rot einfärben können und danke und diese Kante rot einfärben können. Und dann hätte man auch die Bedingungen sichergestellt, dass nur diese Kanten miteinander ja so in Berührung kommen dürfen. Das heißt, man kann diese Teile tatsächlich noch ein bisschen vereinfachen, ein paar von den Zacken wegnehmen, dann sehen sie ein bisschen weniger scary aus. Das sieht dann so aus. Und man sieht, da ist irgendwie so eine Fünffachsymmetrie irgendwie drin. Es sind ja auch so Fünfecke und Sterne und so weiter drin. Aber man checkt es irgendwie noch nicht so ganz. Also das ist einfach etwas chaotisch. Und genau. Das war aber das erste Set von Kacheln, was man so gefunden hat, was ein Mensch namens Penrose gefunden hat, nach dem die auch benannt sind.
Und der hat es dann noch etwas vereinfacht. Genau, hier sieht es noch ein bisschen näher aus. Erkennt man halt auch überhaupt nichts. Hat es dann etwas noch vereinfacht. Und zwar sieht man hier, sind es nur zwei Kacheln. So ein Kite und ein Dart nennt es. Also das eine ist so ein drachenförmiges Teil und das andere so eine Art Speerspitze oder sowas. Mit bestimmten Winkeln und Seitenverhältnissen. Und hier ist die Bedingung, welche Kanten sich berühren dürfen, halt durch diese Linien dargestellt, die, wenn man sie malt, dann auch noch so ein obskures Muster ergeben. Und genau, hier ist, wie man die konstruiert. Da steckt halt überall der goldene Schnitt drin und sowas. Kann man sich mal genauer angucken, wenn es einen wirklich interessieren sollte. Man kann die beiden Teile auch zu diesem Rhombus da oben zusammensetzen. Das ist aber in dem eigentlichen Teil nicht erlaubt, weil man dann sonst daraus halt die Ebene auf langweilige Art und Weise parkettieren könnte. Das ist schon ganz cool mit nur zwei verschiedenen. Es gab zwischendurch auch mal jemand, der irgendwie eins mit so 20.000 verschiedenen gefunden hatte oder so. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Aber es ist immer noch nicht schön, dass das eine so konkav ist, also so eine Ecke nach innen hat. Und deswegen gibt es hier dieses. Das ist ungefähr auf dieselbe Art und Weise, aber man sieht, wenn man genau guckt, dass das jetzt nur zwei verschiedene solche Rhomben sind, also so Rauten, die eben auch so farbmarkierte Kanten haben. Diese hier, das ist das Bild von der Wikipedia. Das ist jetzt einerseits durch diese roten, blauen Striche sichergestellt, welche Kanten sich berühren dürfen, andererseits durch diese Zacken. Also kann man, reicht eins von beiden zu nehmen. Genau, also das könnte man sich tatsächlich mit der Laubsäge einfach basteln. Und wenn man es auslegt, sieht es so aus. Das sieht wie erwartet natürlich ein bisschen chaotisch aus. Muss es ja auch, wenn sich's niemals wiederholen sollte. Aber man sieht auch so ein bisschen Symmetrien dran. Also in der Mitte ist ja dieser Stern. Und dann gibt es fünf so Symmetrieachsen. Und so Dinge findet man da immer wieder. So, die Frage ist jetzt, wie erzeugt man das? Also, wenn ich damit nämlich einfach anfange zu puzzeln, dann komme ich zu nichts. Dann komme ich zu irgendeiner Stelle, wo ich irgendwie einen Widerspruch finde, dann geht es einfach nicht weiter. Und der Fehler ist dann viel weiter vorher passiert. Also ich darf nicht einfach nur naiv die Teile aneinander setzen und gucken, ob es passt. Das ist völlig unmöglich, so anzufangen. Der Trick ist, man muss schon ein solches Teiling haben, dann kann man es weiter unterteilen. Hier sieht man in Schwarz ein bisschen größeres. Und das kann man jetzt unterteilen. Und dann hat man so kleinere als quasi zweite Generation. Das heißt natürlich, man braucht eins, mit dem man anfängt. Ein gültiges Tiling und dann kann man es immer feiner auflösen. Das ist natürlich kein Problem. Wir können einfach eine solche Raute nehmen als gültiges Tiling und die weiter auflösen. Interessanterweise ändert sich so die Größe dieser Teile bei jedem weiteren Iterationsschnitt genau um den goldenen Schnitt und sowas. Und Fibonacci-Folgen findet man auch überall drin. Hier zum Beispiel so die Anfangsgeneration, einfach eine so eine Raute, dann erste Generation. Man sieht auch, die Unterteilung ist nicht ganz so simpel. Also da stecken halt so zwei Ecken von der nächst kleineren Raute drin und so. Unten links vierte Generation, unten rechts dann das Chaos, das bei der siebten Generation dann schon sichtbar ist. Ja, dann, wenn man da irgendwie so einen Schritt zurückgeht, was ich jetzt hier nicht tun kann, dann sieht man da auch noch so ein größeres Fünfeck drin rumliegen. Also da gibt es dann immer wieder so interessante Strukturen drin, wenn man sich das einfach anguckt. Und ja, die Frage ist natürlich, wozu ist das Ganze nützlich? Es gibt eine Anwendung, von der ich mal gehört habe. Penrose hat dieses Ding entdeckt und patentiert. Und irgendwann, viele Jahre später, hat seine Frau auf ihrem Toilettenpapier das Muster gefunden.
Und sie haben sich gefragt, hey, wieso ist das da drauf? Und abgesehen davon war natürlich auch die Frage mit dem Patent. Und der Grund, warum es auf dem Toilettenpapier drauf war, ist, dass wenn man das Papier aufwickelt und ein sich wiederholendes Muster drauf hätte, das dann Stellen geben würde, die nicht richtig fluffig sind. Und dadurch, dass sich das Muster nie wiederholt, bleibt es gleichmäßig fluffig auf der ganzen Klopapierrolle. Genau. Penrose hat dann die Klopapierfirma verklagt und gewonnen. Ja, also tatsächlich praktische Anwendung gefunden. Abgesehen davon, dass es halt einfach als Spielzeug lustig ist. Das ist natürlich das, was man haben möchte. Ein Boden einfach gekachelt damit. Hier sieht man natürlich leider die Bedingungen nicht mehr, also die farbigen Kanten. Man müsste also einfach glauben, dass es korrekt ist. In diesem Bild ist aber tatsächlich ein Fehler drin. So, jetzt habe ich hier, genau. Ja, ich glaube, das war es. Das Animated GIF kriege ich jetzt hier nicht zum Laufen. Gibt es noch Fragen dazu? Was soll ich machen? Ah, tatsächlich. Okay, noch ein Animated GIF. Control is auf Caps Lock, alles klar. Caps Lock R, okay. Genau, hier sieht man nochmal so eine Unterteilung in ein paar Schritten, wie das einfach immer feiner wird. Ja, hat jemand eine Frage? Okay, dann bin ich wohl fertig. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Kupe. Ich habe gerade jemanden, genau, ich habe euch gerade da reinlugen sehen. Wollt ihr gerade halten? Ja, bestimmt. Okay. So, hallo, guten Abend. Ich bin der Robert und das ist der Arne, auch ST. Es geht eigentlich andersrum, aber egal. Ich habe das nicht so drauf mit Vorstellen und Höflichkeit und so. Wir werden unsere Selbstbau-Portal-CNC-Fräse ein bisschen vorstellen im kleinen Lightning Talk. Und morgen früh, kann man ja sagen, um 11 Uhr machen wir noch einen richtigen Vortrag. Da werden wir dann auch mit dem Ding irgendwas machen, was zeigen und noch mehr dazu erklären und die ganze Geschichte und so, keine Ahnung. Wir zeigen jetzt einfach mal ein paar Bilder. Vielleicht? Ja, das ist schon mal ziemlich cool. Da. Ja, vielleicht nochmal zum grundsätzlichen Aufbau. Also wir haben letztes Jahr im Sommer vorgehabt, irgendwie, wir haben so ein Envy-Light gebastelt, so RGB-LEDs hinter dem Bildschirm und dann das Bild anschauen, was auf dem Bildschirm ist, dann ein bisschen schauen, was ist da, wenn es jetzt ein stark rotes Bild ist, dann machen wir rote Hintergrundbeleuchtung, wie es das irgendwie bei Fernsehern, bei Panasonic gibt. Und dann haben wir das gebaut und dann hat es funktioniert und das Bohren von so Platinen macht irgendwie keinen Spaß und eine CNC kaufen war zu teuer, also haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie was, was mit dem man irgendwie Platinen produzieren kann und irgendwie halt, wo man nicht dann selber irgendwie im Keller steht mit der Bohrmaschine und da irgendwie so Löcher reinbohrt, die eh nicht passen. Dann ein halbes Jahr später haben wir dann irgendwie ganz viel Müll gesammelt, sind ständig Containern gegangen, haben irgendwie die kompletten Industriecontainer abgeklappert, haben so Ausziehschubladen von Küchen, die Beschläge davon genommen und haben dann eben so einen CNC-Tisch gebaut, da kommen auch noch ein paar Bilder davon. Also einfach Müll genommen, zusammengeschraubt, Schrittmotoren dran gemacht, Elektronik dafür gebaut, zuerst auf ein Briefboard gesteckt, dann geätzt, beziehungsweise mit der CNC, wo sie dann so halbwegs lief, so Self-Production-mäßig gemacht und hatten dann am Ende eben so eine CNC, die wieder so rumfährt auf einer Verfahrfläche von 25 x 25 cm in der Höhe 10 cm, eine Auflösung von 3/400 mm, eine Wiederholgenauigkeit von mit dem Auge nicht so ganz erkennbar, ein Tisch, der nicht 90 Grad zueinander fährt, sondern irgendwie 90, schlag mich tot, also genau, also einfach mal ein Quadrat gemalt, eingescannt, die Pixel gezählt und dann nachher in Software rausgerechnet. Also das kann man schon alles schief bauen, man muss es nur nachher gerade rechnen. Ja, also ja.
Hier bei dem Bild sieht man jetzt schon die neueste Kalibrierfunktion. Und zwar ist halt irgendwie blöd, wenn man Platinen beidseitig bearbeiten will und die umdreht und das passt nicht genau, dann sind da die Layer nicht übereinander und dann funktioniert das Ganze nicht. Also haben wir uns entschlossen, wir... Der Arne hat so gemeint, ich weiß ganz genau, dass das wieder nicht klappt, wenn ich die jetzt umdrehe und nur wieder genau da an der Kante anlege. Und dann hat er gemeint, ja, er hat es auch ausprobiert, das hat nicht geklappt. Dann hat er gemeint, ob ich ihm da nicht was machen kann mit zwei Bohrlöchern, die er dann anfährt, den Stift da so rein, dass es auf jeden Fall genau passt. Und ich das dann halt einfach so zurechtdrehe. Dann habe ich gemeint, nee, mache ich nicht, keine Lust. So ungefähr 3 Stunden später habe ich gemeint, ja, mach mal ein Git-Checkout, probier mal, ob das klappt. Kam halt noch irgendwo so ein Division by Zero Error, ein paar schwarze Löcher, die haben wir wieder gestopft. Weitere 10 Minuten später saß dann, zeig nochmal das andere Bild von gerade eben, aus dem Programm. Genau, sah es dann ungefähr so aus. Man sieht jetzt hier an den lila Kreisen, der zweite, der fehlt jetzt, der ist jetzt außerhalb von der Platine, wo die Löcher waren. Und das hat sich einfach so zurechtgedreht dann, das hat irgendwie gepasst, so Trigonometrie und Tangens und Cosinus und das ganze Zeug, kennt man ja. Ja, und dann hatten wir 0,x das Layout auf der Platine. Die fertige Platine habe ich auch dabei, die war, ist für ein LCD-Display mit Touchscreen und SD-Karte und so. Kann man nachher vielleicht kurz angucken, einfach auf uns zukommen. Ansonsten, ich denke, wir zeigen das dann auch morgen in dem Vortrag. Gut. Wir haben irgendwie keinen Vortragsblock, aber sind hier in dem Raum welche, die Interesse haben, dass wir irgendwie etwas Längeres vorbereiten und vielleicht nochmal was Genaueres über Software und Hardware sagen, bisschen Dokumentation schreiben? 2, 3, 4, 5, wow. Gut, gehen wir noch von den Leuten da draußen aus. Also morgen um 11 vielleicht einfach mal schauen, wenn er schon wach ist. Dann bereiten wir das vor und versuchen da irgendwie einen Vortrag zu halten, was Längeres. Ja, ich mache mal hier noch die Bilder weiter. Also man sieht, man kann damit fräsen. Das sieht jetzt unschön aus, das hier auch, aber es kann dann noch schöner werden. Genau hier so. Da, das sieht doch schon mal wesentlich schöner aus. Ja, hier, out of context. Wir haben mal halt irgendwie so ein Industrial-Höhenscanner gefunden, so mit Triangulation und Infrarot und ganz was Lustiges. Die sind ungenau, man kann damit Brezeln einscannen und dann so schwarz-weiß und dann sieht das aus wie so ein 3D-Bild. Das ist ganz lustig. Ja, auch irgendwo. Hier die Platine, genau, fertig gefräst und bestückt. Man sieht, das sieht eigentlich ganz brauchbar aus und es funktioniert auch. Wir haben auch mittlerweile schon eine SMD-Platine produziert, allerdings haben wir da einfach mit einem Stift, der 0,25 mm breit schreibt, mit Edding-Tusche, einfach aufs Kupfer gemalt, ins Adsbad geschmissen und dann bestückt. Also so anstatt belichten und irgendwie teure Fotoschichtplatinen kauft man einfach bei Pollen irgendwie für 3 Euro ein Kilogramm Platine ein, malt da drauf, schmeißt in die Ätze, holt es raus, bestückt. Das ist relativ günstig und die Genauigkeit reicht eigentlich aus. Also das funktioniert. Das war schon das erste Bild her. Nein, gerade nicht. Wirklich? Das Mikro, ich muss einen Witz erzählen, um die Leute zu unterhalten. Haben wir noch die Zeit? Haben wir noch? Egal. Okay, wollt ihr noch was wissen? So, ich weiß nicht, irgendwas, was ich noch erzählen soll oder er oder wir irgendwie so von der Richtung her, weil es gibt da einfach so viel drüber zu erzählen und wir haben uns jetzt einfach gar nicht vorbereitet. Ja, wir haben uns. Wir haben ja gefühlte 500 Arbeitsstunden, sagen wir immer wieder. Wir treffen uns nur ab und zu an Wochenenden und in Einzelarbeit tut sich da eigentlich nicht viel. Das sind dann immer so ganze Wochenenden, wo wir dann intensivst dran arbeiten. Ich glaube, man kann das jetzt so einfach nicht zusammenrechnen. Das hat sich jetzt, ja, jetzt ist es dann ein Jahr. Wir haben uns auf der letzten GPN richtig kennengelernt, oder? Ja. Genau. Und seither ist es halt langsam nach und nach entstanden. Die läuft gerade draußen und schreibt Project Insanity auf eine Kupferplatine. Wir werden auch nachher direkt nochmal was machen, also direkt einfach im Anschluss rauskommen, noch angucken. Ansonsten, wie gesagt, morgen früh um 11 werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwas machen. Also hat sich ja Interesse gezeigt gerade eben. Ja, such mal das Bild von der Brezel.
Ja, es reicht auf jeden Fall zum Fräsen. Fräsen geht eh langsam, Bohren geht auch langsam. Beim Schreiben könnte es ein bisschen schneller sein, aber es ist, wie gesagt, einfach dafür ziemlich genau. Noch. Sag mal ein Stichwort. Witze. Witze. Okay, Witze ist ziemlich gut. Wir haben ein Problem. Und zwar haben wir überall unsigned integers als Koordinaten. Und wenn man da aus Versehen mal in die negative Richtung fährt, dann steht da plötzlich irgendwie 65.000 drin. Und das Ding fährt und fährt und fährt. Und wenn das die Z-Achse ist, dann sprechen wir sehr freundlich davon, dass wir einfach mal wieder nach China fahren mit der Bohrer. Das passiert nicht unselten und ja, es ist immer wieder witzig. Dafür ist ein riesen Notausbutton drauf, haben wir mal so eine Übersicht von der CNC, das hat man noch gar nicht so gesehen. Machen wir rein, wir haben so einen riesen Notausbutton drauf, der hängt einfach am Reset-Button von dem Atmega 32 und der wird einfach so lange gedrückt gehalten, bis sämtliche serielle Kommunikation dann unterbrochen ist, sodass da auch nicht weiterhin irgendwelche bescheuerten Koordinaten reingeschoben werden. Ob die Endschalter funktionieren, außer beim Kalibrieren, weiß ich gerade nicht. Er behauptet ja, ich habe gemeint, ich glaube, das habe ich nicht implementiert. Ja, also die geben gerade Output raus, wenn du kalibriert hast, da aktiv sind, dann ziehen die über die serielle Output raus und dann ist da eben dicht und dann hängt die halt so. Macht nicht mehr viel. Ja, das ist alles so ein bisschen hacky. Wir hatten eigentlich vor, das neu zu schreiben. Also auf dem Mikrocontroller läuft natürlich alles in C, der macht eigentlich gar nicht viel. Der kriegt einfach Koordinaten und fährt dann dahin und er kriegt eine Geschwindigkeit, damit er dann noch weiß, wie schnell er dahin fahren soll. Ansonsten kann er sich halt noch auf Null kalibrieren. Auf dem PC, die Software, die man vorhin kurz gesehen hat, die läuft in Python. Die ist einfach so schnell entwickelt, dass ich da am besten keine einzige Zeile Source Code zeigen möchte. Wenn dann irgendwie so eine If-Zeile und sonst nichts, also irgendwie, ich weiß nicht, oder so eine Leerzeile, das geht noch. Alles andere sieht einfach so aus, dass mich jeder hier drin, glaube ich, einfach so einfach wieder nach Hause schicken würde. Ich weiß nicht, so lass es bleiben. Ich kann es selber nicht anschauen. Jedes Mal, wenn er meint, ich soll irgendwas einbauen, dann sage ich erstmal, ne, ich will das nicht mehr sehen. Und ich wollte eigentlich von vorne anfangen und habe dann gemeint, ja, ich mache eine schöne GUI in Java und guck mir das mal in Java an. Aber irgendwie, ja, irgendwie nach 3-4 Wochen, als ich dann mal so richtig damit anfangen wollte, kam man zu dem Entschluss, Java. Ich habe jetzt entschlossen, in Python neu anzufangen. Es wurde heute schon mehrfach Pygame gedisst, aber ich mag Pygame einfach, weil es so einfach und schnell geht und ich glaube, der Code wird nicht besser aussehen. Ja, hier wie gesagt die SMD-Platine. Die sieht ein bisschen unschön aus, ich weiß, aber sie funktioniert. Hier ein bisschen eine Übersicht rechts der Node aus, der ist einfach wichtig. Der ist wirklich wichtig. Und hier ein bisschen von hinten, also die Platinen, die da so drauf sind. Die sind so nach und nach entstanden, sind da drauf gekommen und irgendwie, ja, es funktioniert also. Sieht zwar nicht so aus, aber ja, wirklich, es tut. Ja, also dann bedanke ich mich mal recht herzlich bei euch. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Möchte noch jemand spontan seine Chance nutzen, etwas zu erzählen? Nein, offensichtlich nicht. Dann erzähle ich vielleicht selbst noch von einem kleinen Schmankerl aus dem akademischen Bereich. Ich weiß nicht, wie viele von euch Markus Hutter und seine Arbeit kennen, aber ich bin damit unlängst in Kontakt gekommen und fand es eigentlich ganz lustig, was der gemacht hat. Das ist einfach so ein Typ, der hat sich Gedanken gemacht zur Optimierung allgemein von Algorithmen, also generell, wie kann ich, wenn ich jetzt irgendeinen Algorithmus gegeben bekomme, wie kann ich den einfach beschleunigen? Also genau genommen wollte er das systematisch machen, das heißt einen Algorithmus entwerfen zum Beschleunigen von Algorithmen. Und damit hat er sich dann auseinandergesetzt und hat im Endeffekt ein tatsächlich erstaunliches Resultat erzielt, nämlich einen Algorithmus, der jedes wohldefinierte Problem in optimaler asymptotischer Zeit löst. Das fand ich einfach mal ganz cool.
Und der Algorithmus funktioniert im Wesentlichen so, also der ist in drei Teile eingeteilt. Also der erste Teil nimmt einfach, also man übergibt dem Algorithmus einen anderen Algorithmus, der quasi das Problem beschreibt. Und im ersten Schritt zählt der, also dieser Hutter-Algorithmus, sucht er nach anderen Algorithmen, die beweisbar das Gleiche tun und deren asymptotischen Schranken. Also ich kann da jetzt leider nicht viel genauer drauf eingehen, aber das macht er auf jeden Fall. Also beweisbar das Gleiche tun heißt, dass ein Beweis rausfällt, warum der andere Algorithmus für jede Eingabe die gleiche Ausgabe hat. Und genau, eine Funktion für die asymptotische Schranke wird da im ersten Schritt gleich mitberechnet. Im zweiten Schritt, oder es ist vielleicht ein bisschen irritierend, wenn ich an dieser Stelle Schritte sage, weil die Sachen laufen im Prinzip dann später parallel. Also im zweiten Schritt werden dann die asymptotischen Schranken von diesen Algorithmen, die da gefunden werden, also immer wenn er irgendwie quasi, wenn der Algorithmus einen neuen, anderen, beweisbar gleichen Algorithmus findet, dann berechnet er im zweiten Schritt die asymptotische Schranke für das konkrete gegebene Problem. Und im dritten Schritt berechnet er immer von dem Algorithmus, von dem er aktuell glaubt, der beste zu sein, die Probleminstanz. Und also löst quasi das Problem. Und immer wenn er im zweiten Schritt einen schnelleren findet, dann wird quasi der im dritten Schritt dadurch ersetzt und dann damit weitergerechnet. Und naja, so weit so gut, und das ist eigentlich auch nicht überraschend, aber was ich schon total überraschend fand, ist, dass hinterher tatsächlich, also wenn man jetzt geschickt die Zeit, die zur Verfügung steht für die drei Schritte, wenn man die Zeit da geschickt aufteilt, also macht immer ein bisschen was im ersten Teil, dann macht er ein bisschen was im zweiten Teil, dann wieder im dritten Teil. Und ja, durch geschickte Einteilung kann man es tatsächlich erreichen, dass sich dann hinterher beweisen lässt, dass der Algorithmus halt das Problem in asymptotisch optimaler Zeit löst. Und ja, das Resultat ist im Prinzip, also ich finde es insofern eigentlich ziemlich cool, als, also es gibt natürlich Probleme, also es gibt halt eine relativ große Konstante und sowas, oder viele relativ große Konstanten, die dafür sorgen, dass der Algorithmus halt praktisch relativ irrelevant ist, aber es ist halt eine theoretisch ganz interessante Idee. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil es irgendwie so eine, es war irgendwie so eine wissenschaftliche Stinkbombe oder sowas. Ja, er hat einfach gesagt so, ja, ihr ganzen Leute, die irgendwie immer nach schnellen Algorithmen für irgendwelche Probleme sucht oder sowas, ihr könnt jetzt aufhören. Also zumindest aus theoretischer Sicht habe ich jetzt hier den schnellsten und ihr seid alle arbeitslos. Und so hat es auch angemeldet. Also er hat dann auf so einer Paper, auf so einer Konferenz tatsächlich einen Paper eingereicht mit dem wenig bescheidenen Untertitel irgendwie, ja, ich habe den schnellsten Algorithmus und das Coolste ist eigentlich auch noch, dass das Programm, was dabei rauskommt, auch noch das kürzeste Programm ist, was das Problem löst. Also, und ja, das fand ich einfach, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ja, also wer sich für die, also der Teufel steckt natürlich im Detail und so, und da gibt es ziemlich viele interessante Teilprobleme, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich werde einfach das Paper dazu dann im Entropia-Wiki verlinken. Im Übrigen habe ich gedacht, dass eigentlich alle Leute, die jetzt gerade einen Talk gehalten haben, vielleicht zu ihrem Talk noch irgendwie einen Link ins Wiki schreiben oder sowas, damit man das hinterher nachgucken kann, weil es gibt ja eigentlich bei allen Sachen dann weiterführende Informationen oder so, die interessant sind. Na gut, also wenn jetzt immer noch keiner spontan noch einen Vortrag halten möchte. Doch, ah, achso, du hast eine Frage, ja bitte. Ja, der löst halt überhaupt kein Problem. Also darum diese wissenschaftliche Stinkbombe, ja. Also in der Konstante steckt unter anderem drin, dass die Laufzeit halt exponentiell ist in der Länge des Programms. Also die ist nicht exponentiell, also die ist halt asymptotisch optimal in der Länge der Eingabe und das ist halt die normale Herangehensweise an asymptotische Laufzeiten. Und man kann ja auch sagen, das ist auf gewisse Weise schon eine Konstante, weil halt irgendwo in diesem Universum gibt es halt das optimale Programm, was das Problem löst. Das ist halt, hat irgendeine Länge, die wissen wir vielleicht nicht. Naja gut, und wenn das dann halt exponentiell in dieser Länge ist, dann ist es eine Konstante. Aber jeder kann sich vorstellen, dass es halt auch schon für eine relativ kurze Programmlänge halt eine relativ hohe Laufzeit wird. In dem Paper, ich habe das auch noch nicht ganz gelesen oder so, ich bin auch nur zufällig drauf gestoßen, da macht er was mit, ich glaube, Algorithmen zur Matrizenmultiplikation oder sowas, wo er tatsächlich das mal ausprobiert hat oder sowas. Aber ich glaube, er sagt schon selber, dass man den Algorithmus in der Praxis eigentlich, also ich glaube nicht, dass man damit wirklich irgendwas ausrechnen kann.
Es ist halt nur so, dass er jetzt den schnellsten Algorithmus für alles hat. Ja, okay, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß beim Rest der GFN.